EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim FC Kater Rostock. Ja, Kater ist nämlich so heute Programm hier beim Gary. Da fängt schon an. Muss ich gerade noch hier ein bisschen rumräumen. Ich entschuldige mich im Vorfeld schon mal für alle möglichen Patzer, die mir hier heute passieren sollten, dürften, könnten. Ich habe gestern ein bisschen tief ins Glas geguckt, meine lieben Leute. Wir haben gefeiert hier gestern, meine Kumpels waren da. Ich habe Burgerbrötchen selbst gemacht und dann gab es schöne Burger mit allen möglichen Sachen, die sich draufgeschmissen haben. Und da habe ich ein bisschen Knatsche im Kopf, weil wir haben nicht nur Burger gegessen, sondern ich habe schönen Honigschnaps hergestellt. Kein Met oder so, sondern ich habe einfach aus meinem geimpften Honig was entnommen und habe das in eine Flasche Wodka, in eine Flasche Whisky und in eine Flasche Korn gekippt. Hat alles super geschmeckt, aber der Whisky war mit Abstand das Beste. Und dementsprechend bin ich ein bisschen Knatsche. So, das vorweg und dann merkt ihr schon, ich gucke hier so ein bisschen in der zweiten Mannschaft rum. Ich habe nämlich neue Spielerbilder gegeben. Einmal habe ich unseren Oxborough mal umgenannt, weil den auch keiner übernommen hat oder übernehmen wollte. Dann habe ich Stephen McKean genannt. Dann habe ich Sören Althaus umgenannt in Sven Samrei und ihm auch ein schönes Bildchen gegeben. Und dann habe ich noch was gemacht? Nee, habe ich nicht. Doch, klar, hier, dem Jonas Joachim habe ich auch ein Bildchen gegeben. Eigentlich bräuchte man für die Torhüter ein anderes Trikot, ne? Aber ich habe kein anderes Blanko-Trikot. Ich habe jetzt bei FM-Joker mal gefragt, ob es Leute gibt, die so Blanko-Trikots herstellen würden. Ich bin dazu unfähig für. Fände ich super. Vielleicht ist ja auch einer von euch dabei. So, dann haben wir, da gehen wir gleich noch drauf los, auf die Kommentare. Aber das eine kann ich schon mal vorweggreifen. Und zwar, wir werden keinen Ersatz für die zweite Mannschaft holen. Hier, Andreas Latsch ist ja hier 38 Jahre gesperrt, verletzt und so weiter. Wir werden keinen Ersatz holen. Zumindest nicht außerhalb des Vereins. Sondern Daniel Knobloch, das ist einer von anstoßonline.de, der hat gesagt, er würde gerne einen Spieler übernehmen und das ist er hier. Der hat als hängende Spitze nämlich auch eine Stärke von 62 Grundstärke momentan. Er wird lieber Stürmer spielen, aber da fehlt dann doch einiges noch an Punkten. 58 unter 60 ist auch für die zweite Mannschaft ein bisschen schwierig, aber dann können wir hier den Daniel hochziehen. Ein paar hatten ja irgendwie gesagt, die würden gerne den Schweinsteiger hochziehen. Den hat er sich aber nicht ausgesucht. Und dann haben wir nämlich gesagt, ach komm, dann holen wir halt nicht den Schweinsteiger hoch, sondern dann holen wir hier den Daniel Knobloch hoch, den Knobi. Ja, sprechen wir von Anschluss Online. Der ist heute Pokal, ich bin gespannt. Was haben wir noch gehabt? Ach so, Knobloch hat auch direkt gemeint von wegen, weil es jetzt auf einmal läuft und vorher nicht und so, hat er mit mir drüber philosophiert und meinte, ja, beim Gedingens haben wir aber auch eigentlich nicht, ne? Wir haben ja genug Leute und wir brauchen nicht noch mehr Leute dann. Der spielt nicht, alles gut, machen wir so. Wenn man beim FM eine Serie hat und dann neu lädt und abgespeichert neu lädt und so, dann brechen solche Serien schon mal. Und das könnte sein, dass das hier der Fall gewesen sei, kennt ihr bestimmt auch. Dann läuft auf einmal gar nichts mehr oder läuft alles super. Wir laden ja relativ oft neu. Ja, kann sein, kann auch nicht sein. War aber eine mögliche Idee, warum auf einmal das hier so ganz super klappte. So, wir gucken mal rein in die Champions League. Borussia Mönchengladbach räumt hier richtig ab. Also das ist stark hier. 3 Siege, die stehen hier auf dem ersten Platz. In der Gruppe mit Lazio Rom, Madrid und AS Monaco. Das ist ja eine Bombengruppe auch auf jeden Fall. So, hier gucken wir mal. Atletico Madrid und Lyon. Valencia und Arsenal, Man U und Athen, da ist Hoffenheim gerade auf dem dritten Platz nur, aber das entscheidet sich hier im letzten Spiel wahrscheinlich noch. Bin gespannt, Manchester United da richtig am Abgehen, 5 Siege aus 5 Spielen, ganz stark. Manchester City, Sevilla, der FC Bayern steht auf Platz 1, das müssen sie aber jetzt hier auch noch machen dann. Also wenn sie jetzt gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall Erster und weiter. Alles andere könnte vielleicht nochmal... Nee, kann er gar nicht mehr, weil die anderen spielen gegeneinander. Okay, sind auf jeden Fall weiter. Juve und PSG und Barcelona und Celtic. So, was habe ich noch? Der Jofu88 hat bei FM-Talker geschrieben, er freut sich über die Ergebnisse. Vielen Dank, Jofu. Dann
Beim FM-Zocker ist im Moment große Goldgräberstimmung, was alles Mögliche angeht, mit Datenerstellungen für den FM20. Wer Bock hat, hier Schalke erster Platz, wer Bock hat, meldet euch bei mir, meldet euch da im Forum. Es ist total einfach, da kleine Aufgaben zu übernehmen. Und da hätte ich zum Beispiel jetzt schon eine, die könnt ihr direkt in den Kommentaren quasi machen. Und zwar suchen wir für die Stimmen des Spieltages, die kennt ihr, ne? Und ich habe das jetzt mal aktiviert, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich sowas nicht mehr habe. Und dann wurde mir gesagt, du musst einfach in FM-Data, in dem Ordner, den GER-Ordner, also GER für Germany, GER oder GER, wenn man so will, den muss man kopieren und nochmal neu einfügen und dann in ENG für Englisch, ENG, umbenennen. Und dann hat man die wieder. Wir gucken gleich nach dem Spieltag, ne, ob wir die haben. Und ich sage euch gleich, was ich mit euch da vorhab. Wir gucken aber erstmal hier, wie es aussieht im voll ausverkauften Ostseestadion. Kommt der BVB, richtig harte Mannschaft, was die Stärke angeht. Ne? Hier zweiter Platz, das ist schon ein Ding. Ey. Da habe ich das Gefühl, werden wir keine 3 Punkte holen. Aber wir werden alles geben auf jeden Fall. So, Leverkusen gegen Gladbach, das ist natürlich Derby-Stimmung. Rostock gegen Dortmund und Bayern gegen Hertha sind die 3 Top-Spiele. Kai Harders ist leider immer noch verletzt. Deshalb werden wir Rebic hier aufstellen. Oder Duffy. Nee, wir bleiben mal bei ihm. So, und dann geht's mit den stärksten Männern aufs Feld, die wir haben. Und das sind momentan noch mit dem Scholz, wenn man ihn rauspacken, diese jungen Herrschaften. Oh, der Grauer ist endlich wieder fit, das freut mich. Dann haben wir demnächst hier ein bisschen Variation mit den rechten und linken Mittelfeldspielern auf jeden Fall. Der ist noch nicht ganz so fit, was die Fitness angeht. Deshalb können wir vielleicht mal sogar noch mitnehmen. Aber ich weiß noch nicht gegen wen oder für wen. Und deshalb lassen wir es dann doch erstmal bleiben. Boah, langsam kommt von gestern noch was hoch, habe ich das Gefühl. Nein, kommt nicht hoch. So schlimm war es nicht, aber es war schon ordentlich. So, einen neuen Typen braucht der hier, einen neuen Mentor. Und dann habe ich gesehen, ist der Daniel Knobloch. Es ist übrigens ein komischer Name. Ich will immer Knoblauch sagen, stimmt aber nicht, ne? Knobloch ist so ein generierter Name bei Anschluss Online. Wenn man da mitspielen will, muss man nämlich einen Manager-Namen geben. Aber der Nachname, der ist nicht der reale, weil man soll da ja nicht seinen eigenen Namen und so angeben, so Datenschutz und möchten viele nicht und so weiter. Ich heiße da zum Beispiel, ich schreibe es mal hier oben rein, bin da der Gary Kieran, weil ich in Nordirland oder Irland angefangen habe. Je nachdem, wo man startet, hat man dann dementsprechend einen Nachnamen. Finde ich ganz witzig und Knobloch, muss ich sagen, läuft mir noch nicht so über die Lippen. Da wird wahrscheinlich oft Knoblauch bei rumkommen. Entschuldige ich mich jetzt schon mal für. So. Taktik wollte ich noch reingehen und dann nochmal zurück gleich hier auf die Dinger da mit den Stimmen des Spieltages. So, Barré, offensiv sind wir ja drin. Wir werden tief stehen gegen Dortmund. Das machen wir generell momentan hier so mit 30 und Pressing. So, wir werden die Dinger lang kloppen. Ich bin immer noch irgendwie am Verzweifeln, ob das jetzt verschoben ist und über Kreuz vertauscht ist oder was auch immer. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Keine Ahnung. Flankenhöhe, wir werden mit hohen Flanken spielen, dass wir die Bälle einfach vorne rein dreschen, auch wenn wir diesmal mit Barré da nur unterwegs sind. Aber wobei, wir können ja eigentlich... Oder wir nehmen einfach die Selke-Aufstellung, der könnte ja da mal so einen reinnicken, oder? Nee, wir bleiben beim Barré, aber wir versuchen es mal mit hohen Flanken auf dem Barré. Jetzt mal gerade gucken, ob er nicht total mini war. Doch, 1,73 ist halt nicht so geil, ne? Aber wir hauen sie mal hoch rein und gucken mal, was passiert. Vielleicht köpft ja auch einer selbst ins Tor von den Dortmundern. So, was habe ich noch gemacht? Oder was wollte ich noch machen hier? Angriffszeit ohne Vorgaben erstmal machen wir. Anweisungen haben wir hier ja relativ viele. Vielleicht lassen wir hier die Vorstöße heute auch erstmal ein bisschen raus. Vorstöße von den Außenverteidigern nochmal ein bisschen nach unten ziehen. Einfach, weil wir hinten sicher stehen wollen. Ne? Die Außen dürfen natürlich Vorstöße machen, wobei wir ziehen es vielleicht auch ein bisschen zurück auf 50, weil die auch nach hinten arbeiten müssen. Heute richtig viel, auf jeden Fall. Und ja, dann gucken wir mal.
So, dafür können die einfach immer reinflanken oder so irgendwas. Einfach reinkloppen, die Dinger ständig reinkloppen. Und irgendwer wurschtelt die schon irgendwie da rein. Da bin ich ganz von überzeugt. So. Machen wir es so. Ja, dann wird es wichtig, jetzt hier noch einen Punkt irgendwie zu holen gegen Dortmund. Ich habe so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen Schiss. So. Ja, der Neumann wäre auch ein guter linker Mittelfeldspieler. Ja, das stimmt wohl. Und Philipp Köhn sollte Fangsicherheit trainieren. Ja, der trainiert schon irgendwas. Alles gut. Oxford fällt aus, dafür ist McKean wieder fit. Knobloch ist jetzt in der zweiten Mannschaft. Ist in der zweiten Mannschaft, da können wir direkt mal gucken, dass man den Herrn auch. Guck mal, der spielt jetzt mit einer 58. Oh, was ist denn hier eigentlich für ein. Gut, dass ich hier mal auf Taktik gehe hier. Also 75% oder so können wir hier auf jeden Fall mal machen. Müssen wir uns vielleicht auch mal eine Folge geben, oder? Hier für die zweite Mannschaft eine richtige Taktik ausüben. Müssen wir mal gucken. So. Jetzt ist aber hier die Frage, ob wir da nicht wegen der Stärkepunkte die vier Stärkepunkte mehr mitnehmen. Hansa zweite. Weil bis der dann da eingespielt ist, das dauert ja ewig. Ich habe dem auch Trainingsziele gegeben, wenn ich mich. Ja, hab ich. Ja, sehr gut. Gut gemacht, Gary. Ja, und dann gucken wir mal, was der Knobloch so alles kann. Die Aufgaben können wir mal hier auch neu verteilen. Mal da gibt es ganz, ganz wilde Wechsel auf jeden Fall. Wer schießt denn die Freistöße? Der Paul, ja, hier und der Gesine. Alexander und dann schon Knobloch. Da können wir Knobloch auch nochmal hier einen hochziehen. Mit Chance auch hier einen hochziehen. Wie sieht es mit den Eggen aus? Die kommen von McKean und Ayala. Okay, alles klar. Wunderbar. So. Was haben wir noch für Mails gehabt hier? Nichts Wichtiges, glaube ich. Kyle Hinn hat sich verbessert im Abschluss. Super. Samurai fällt aus. 7 Tage. Okay, von mir aus. Doof, aber lässt sich nicht ändern. Und dann gehen wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel und danach rede ich nochmal mit der Aufgabe bei FM-Zocker, die ihr mir gerne hier direkt machen könnt. Das kriegen wir hin. So, heute wird keinem Zweikampf auf den Weg gegangen. Und Kommentare habe ich gar nicht geguckt, ne? Machen wir nach dem Spiel. Hier machen wir erstmal. Wir machen jetzt hier erstmal das Spiel hier. Ich habe Bock aufs Spiel gegen Dortmund. Es ist angepfiffen. Gottfried Flügler hat die Partie freigegeben, angepfiffen und losgelegt. Gucken wir mal. Konterchance in der 11. Minute. Es ist richtig Platz. Barré schließt aus 16 Metern an die Eckfahne. Den Bruckstadt-Ding über den Spann. Ja, hätte man sich ein bisschen konzentrieren können. Aber der Junge ist heiß. Der will noch ein Tor schießen hier auf jeden Fall. Gelbe Karte für Thomas Delaney, der über Umwege witzigerweise auch hier in Dortmund gelandet ist in diesem Spiel. Niklas Neumann auf der rechten Seite setzt sich durch. Und dann ist Roman Bürki da. Mit einer guten Tat. Zakaria gegen Kübler. Die Dortmunder hier sehr aggressiv. Die merken, dass wir hier im Moment gar nicht so verkehrt am Laufen sind. Ne? Noch ein hier. Zack, piff, paff, poff. Manu Trigueros, Zakaria und Delaney, also quasi das komplette zentrale Mittelfeld der Dortmunder, hat jetzt Gelb-Probleme. Delaney spielt den Ball auf Sergio Gomez, der geht an Harley vorbei, flankt. In der Mitte ist Trigueros und der macht das Tor. Meine Güte. Die erste Chance der Dortmunder und dann sieht man natürlich die individuelle Qualität dieser Mannschaft. Die hauen dann einfach das Ding rein, ne? Oh, jetzt bringen wir uns selbst in Gefahr. Pulisic flankt, die können wir nicht klären. Sergio Gomez auf Martinez. Zack, 2:0. Doppelschlag Dortmund. Oha. Also, die haben das geschickt gemacht. Sehenswürdiger Spielaufbau jetzt von Dortmund. Über 4 Stationen läuft das Ding da gut durchs Mittelfeld. Lautaro Martinez mit dem Abschluss. Nein, Janis Kübler gut im Zweikampfverhalten. Nimmt ihn den Ball ab. Wir haben richtig gut angefangen. Und dann haben wir uns zertreten lassen. Und dann haben wir uns auseinandernehmen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 3:0. Oha. Jetzt wird es aber hier auch gerade richtig übel. Moment, halt, stopp. Was können wir da jetzt mal machen? Was ist da los? Boah. Martinez mit das Ding aufs Tor. Köhn kriegt den nicht mehr hin. Und Deisler auf der Linie verhindert das 0:4.
Ja, jetzt müssen wir was ändern. Gut, wir liegen hinten, wir sind die schlechtere Mannschaft. Erstmal ist die Frage, ob wir jetzt einfach ob wir jetzt einfach mal defensiver hin müssen, ne? Aber dann gehen uns natürlich jetzt hier auch krasse Punkte verloren. Ah. Aber der Grauer war auch noch nicht so weit. Brandon Harley könnten wir gleich hinstellen hier für Neumann. Das machen wir in der Halbzeit, weil vor Halbzeitwechseln finde ich auch eine gute Demütigung auf jeden Fall. Das mit den Flanken hat ja eigentlich gar nicht so verkehrt gepasst. War ja schon ganz gut, aber wir machen jetzt hier mal ein bisschen mehr Pressing vielleicht. Wo ist unsere Abwehrreihe? Bei 30. Man soll so 10% ungefähr, ne? Dann gehen wir vielleicht auch ein bisschen höher. So. Vielleicht kriegen wir es jetzt mehr hin. Oh, das ist natürlich bitter hier, ne? Innerhalb von 10 Minuten nehmen die uns halt auseinander. Da sieht man dann halt auch, dass es Dortmund ist und nicht irgendeine Laufkundschaft. Mann, Mann, Mann. Die Dortmunder machen auch weiter. Sergio Gomez auf der linken Seite bringt die Flanke zu Trigueros und Manu Trigueros tricht das Ding ganz weit übers Tor. Ante Rebic versucht jetzt mal. Schießt aufs Tor, aber es war schon abgepfiffen. Immerhin mal ein Versuch. Wie gesagt, die erste Zeit war richtig stark hier und dann haben wir es verkackt. Da haben wir richtig einen draufgekriegt von den Dortmundern. Erste Halbzeit ist vorbei. Mai, mai, mai. Das war brutal hier auf jeden Fall. Ja, Brandon Harley müssen wir jetzt hier auf Niklas Neumann hinstufen. Der hat aber eine schlechte Partie hier gespielt bisher. Das ist, naja. Wer auch schlecht war Poncio. Da werden wir Galiev mal bringen. Ja, wobei, doch. Ich will eigentlich diese schlechten Noten auch nicht behalten. Ne? Aber muss man manchmal machen. Galiev hat eine 14er Quote, wollte ich schon sagen. Eine 14er Dings. Form. Kriegen wir vielleicht noch ein oder zwei Törchen irgendwie hin. So, jetzt mal hier Konzentration. Dass man das hier jetzt so ein bisschen wenigstens irgendwie halbwegs souverän und seriös über die Spielzeit hier noch bringt, ey. Das war jetzt hier richtig bitter. Peter Bosch immer noch Trainer bei Dortmund hier in diesem Spielstand. Und Kübler, jetzt fangen wir auch mal an, ein bisschen gegenzuhalten wieder. Kübler mit der gelben Karte in der zweiten Hälfte. Lautaro Martinez zieht in den Strafraum, schießt. Philipp Köhn wehrt den Ball zur Ecke ab. Die kommt rein von Manu Trigueros und die klären wir ganz souverän. Oha, 0 zu 3 ist auf jeden Fall bitter. Aber wir versuchen was. Brandon Harley auf der rechten Seite, der ist ja jetzt mit nach vorne gerückt, bringt den Ball irgendwie ins Strafraumding rein. Bürki kann den nicht festhalten und dann ist Barreda aus 4 Metern. Der Abstauber, 7. Tor, ja wunderbar. Wenn wir jetzt vielleicht noch eins machen können, das wäre klasse. 61. Minute, Pascal Stenzel, Ecke kommt, aber zu nah vors Tor getreten. Roman Bürki holt den Ball aus der Luft, überhaupt gar kein Problem für den erfahrenen Keeper. Der Dortmunder, nochmal Stenzel mit der Ecke, Rüdiger klärt den Ball. Dann Zakaria und Döring im Kopfballduell. Der Ball landet irgendwie bei Blackman. Der guckt gar nicht, der schießt, der weiß nämlich, wo das Tor steht. Der Ball fliegt Barré mit dem Fuß noch dran und der Ball geht nicht ins Tor. Oh, Scheiße. Verdammte dicke Scheiße. Nicolas Nathey, der war ja auch ganz lange und immer noch irgendwie auf unserer Liste, kommt hier eingewechselt rein für Trigueros. Gottfried Flügler wird hier lobend erwähnt, macht ein gutes Spiel. Und wir können einfach mal sagen, so weiter so. Das hat ja in die zweite Hälfte hat auch Spaß gemacht. Wenn wir das in der ersten mal gemacht hätten, einfach mal ein Tor, ne? Das wäre vielleicht ganz anders gewesen. Barré geht hier an Delaney vorbei, sehr stark. Blackman ist zu langsam für die Flanke. Schade, Blackman, lauf mal ein bisschen schneller. Heieiei, stattdessen auf der anderen Seite Sergio Gomez. Der ist schnell, der läuft, der bringt die Flanke auf die Brust von Martinez. Der legt sich den vor und dann schießt er zum Glück in die Wolken. Heieiei. Was ein Ding. Nochmal, Brandon Harley in der zweiten Hälfte viel besser drauf. Mit einer schönen Balleroberung, aber dann kann er damit nichts anfangen. Mit dem Ball hinten rum. So, die letzten 4 Minuten, wir gehen mal vollen Angriff. Und gucken, dass wir alles hinten jetzt sein lassen und irgendwie noch ein zweites Tor hier im eigenen Strafraum hinkriegen. Ansonsten haben wir halt ein 1:4. Macht mir auch nichts. Wir werden das jetzt hier. Floyd Blackman zeigt es gerade. Holt den Ball gegen Zakaria. Aber es wird einfach mal pünktlich beendet. 1:3. Ich sag mal so. 1:3 gegen Dortmund. Das kann man akzeptieren. Aber so wie es gelaufen ist, fand ich es jetzt schon schade und bitter. Da
Die erste Hälfte, ja, so gut angefangen, schade. Ich hatte mir mehr erhofft, muss ich sagen. So, Ergebnisse, wir gucken rein. Bayern gewinnt gegen Hertha, Hamburg gewinnt gegen München. Schalke unentschieden gegen Leipzig. Die sind auch irgendwie so unentschieden Meister, die Schalke. Ja, ja, 5 Stück schon, genau wie Augsburg, krass. Augsburg verliert gegen Frankfurt, Mainz verliert gegen Bremen. Stuttgart gewinnt gegen Wolfsburg, Leverkusen verliert gegen Gladbach das Derby zu Hause und Nürnberg unentschieden gegen Hoffenheim. Das ergibt folgende Tabelle. Bayern, Hoffenheim, Stuttgart, die rücken hoch, die Dortmunder rücken hoch, die Gladbacher rücken hoch und dann Leverkusen, der Verlierer da oben auf jeden Fall, von 3 auf 6 runtergefallen. Wir fallen auf 11, von 11 auf 13 runter und unten ist jetzt die letzte oder die neue rote Laterne der TSV oder die TSV 1860 München. Der Club hat sich bis hier hochgearbeitet. Bin gespannt. So, jetzt gucken wir nämlich hier bei Stimmen. Das habe ich wieder aktiviert, das ist doch super. Wer das heute nicht genießt, ist bescheuert. Jens B. aus München. Ja, sehe ich auch so. Genießt hier, ne? Ist auch direkt hier Ding des Tages. Jetzt kommen wir zu der Aufgabe, die ich für euch habe. Und zwar, die könnt ihr direkt hier machen. Der Klotzi war es, glaube ich, hat im FM-Zocker-Forum dafür aufgerufen und auch eine Vorlage erstellt, dass man doch hier so coole neue Sätze hier reinbringen kann. Man kann irgendwie so unendlich viele reinbringen und dann hat er jetzt mal so 50 neue reingebracht, aber er braucht noch mehr und das kann jeder machen. Einfach einen coolen Spruch oder auch was ganz Otto Normales posten. Schreibt in die Kommentare. Irgendwas, sowas wie, keine Ahnung hier, Trainer Alexander Nuri sagt ja, wie man trainiert, so spielt man nach einem Sieg. Schreibt dahin, Trainer, Doppelpunkt, Niederlage. Und dann, was der sagt bei Niederlage. Oder Spieler bei, weiß ich nicht, bei Hattrick. Also da gibt es Millionen Möglichkeiten. Wer einen coolen Spruch hat, einfach mal reinbringen. Und ich bearbeite den so, dass er in die Vorlage reinbringt. Ja, müsst ihr euch nur so ein bisschen äußern, was da für eine Situation quasi vorliegt. Warum der Spieler oder der Manager oder wer auch immer das sagt. Ich weiß gar nicht. Hier Manager, Trainer, haben wir dann, das sind dann Spieler. Ich weiß nicht, ob auch Fans oder sowas ging. Doch, muss ja, weil hier ist ja Jens B. aus München, natürlich. Also Fans, Manager, Spieler, Trainer, könnt ihr einfach sagen, ja, könnt ihr einfach einen coolen Spruch hinbringen. Der Deißler hat zum Beispiel auch einen coolen Spruch hier gesagt, ne? Wenn Sie glauben, Sie haben einen Blöden vor sich, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Sehr schön, wunderbar. Und der Peter Bosch hat Martinez beim Warmmachen beobachtet und fand, er war heiß. Schön, oh, ich bin froh, dass ich das hier wieder drin habe, muss ich sagen. Ganz toll. Wir gucken in die Elf des Tages. Timo Werner und Max Kruse vorne drin. Von uns keiner dabei, auch kein Dortmunder. Aber dafür zwei Schalker, Bentaleb und Kehrer, die hier noch beide bei Schalke spielen. Vorne drin, Martinez auf Überholspur. Bombt sich in die Top 3. Barré immerhin jetzt trotzdem noch ein Tor gemacht, das finde ich ganz gut. Damit der da so ein bisschen weiterkommt. Wir gucken mal in eure Kommentare, weil ich das bisher noch gar nicht gemacht habe hier. Lukas sagt ja, mega geil, 2 Siege, der Trend geht nach oben. Ja, leider jetzt nicht mehr, ne? Ronny Schumann, wenigstens haben wir jetzt mal was Abstand nach unten. Ja, wie gesagt, ne? Ist jetzt so ein bisschen außen vor, die ganze Geschichte. Bacardi Cola Berlin, super Folge, auf geht's, Handa. Genauso wie Abedin Veli, der super auch nochmal sich meldet und schreibt, läuft, wunderbar. Dann haben wir Chemie Leipzig, die Kogge, das ist doch super mit dem Lauf, wunderbar. Er hätte für die zweite Mannschaft den Schweinsteiger hochgeholt. Ja, und dann haben wir ja jetzt eine ganz andere Lösung. Ne? Und der Isländer freut sich, dass er in der Rückrunde im Kader stehen wird, der ersten, weil, ja, ganz einfach, wir einen unserer Spieler verkaufen. Ne? Götz Döring wechselt für 50 Mille. Guck mal hier, Daniel, du wolltest unbedingt einen Stürmer haben, hast gesagt, Stürmer lieber als hängende Spitze und zack, macht er hier jetzt im ersten Spiel Tor. Also, ist doch wunderbar. Super Einstand. 2:1 gewonnen, die zweite Mannschaft gegen Erzgebirge Aue. Sehr schön. Kai Harders, 4 Tage verletzt. Tom Indelmann. Das finde ich ein bisschen doof, dass hier bei Sperren und Verletzungen irgendwie die zweite Mannschaft gar nicht mit einbezogen wird. Ne? Da haben wir nämlich ja hier auch im Moment. Samrei noch für einen Tag und dann halt 20 Wochen den armen Andreas Latsch. Ja, also, nächstes Spiel gegen Bremen, das ist wiederum eine Aufgabe, die können wir durchaus hinkriegen. Und das wäre Ziel der Woche, dass wir hier auswärts vielleicht sogar einen kompletten Sieg noch hinkriegen. Ne? Das wäre schon ganz cool.
Feyenoord Rotterdam überbietet uns bei dem Jugendspieler, da machen wir mit. Da machen wir auf jeden Fall mit. Wir haben auch Geld hier wieder von Privatsponsoren bekommen, Dario Reuter. Ah, den brauchen wir nicht. Wir haben einen coolen Linksverteidiger für die neue, ja, für die Rückrunde. Ne? Für die Rückrunde. Oh, Tommy Gruppe, auch 2 Wochen verletzt. Eieiei. Eieiei. Ach, ist ja hier. Englische Woche besteht uns ja bevor. Aber wir gucken uns trotzdem nur ein Spiel erstmal an. Aber dann geht's ja mal voran hier. Dann geht's ja mal voran. Wir sprechen mal mit wieder Spielern hier. Zack, zarab. Auch wenn das hier unverändert bleibt, ist das auch vollkommen okay. Man muss regelmäßig mit seinen Spielern sprechen. So ist das. Was haben wir sonst noch? Ja, Coutinho und Cuisance wechseln zu Bayern. Das ist schon auch krasse Sache. Guck mal gerade mal hin. Cuisance. Der ist ja aber auch bei uns gewesen. Und der spielt jetzt bei Bayern. Ist hier momentan bei West Ham United immer noch unterwegs. 75 Millionen wert. Hat da auch schon 101 Spiele gemacht. Stark. Der ist wohl ein schwieriger Charakter, habe ich mir so rausgelesen aus Transfermarktberichten. Also transfermarkt.de Berichten. Ja, bin ich gespannt, was da so passiert. Andy Duffy? Ja, der will spielen. Der will spielen hier. So sieht's aus. Ja, und dann Coutinho, ne? Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das sieht danach aus und die Bayern haben es jetzt gemacht hier. Herzlich willkommen, kann man das auch einem Jugendspieler sagen? Ja, 5 Moralpunkte, super. Der Dani. Der Knobi. Wie geht's der Familie? Machen wir hier mal. Und ansonsten frage ich mich so ein bisschen, oder würde mich freuen, wenn der Dings hier geht. Was heißt geht? Wenn der Frank sich nochmal meldet. Aber ich habe das Gefühl, der hat ja geschrieben, die haben jetzt ein Haus gekauft, glaube ich, ne? Und sind im Umzug und Umbau und Renovierungsstress. Da hat man bestimmt einfach auch nicht so viel Zeit. Und vielleicht guckt er ja mit, aber kommentiert im Moment nicht, weil er da auch keine Lust und Nerv zu hat, sondern chillt einfach auf der Couch und macht ein bisschen Gary an. Und ja, dann, falls das der Fall sein sollte, herzliche Grüße und viel Spaß weiter beim Reparieren und Sanieren. Werder Bremen lädt ein ins Weserstadion. Wir hören schöne Schifferstadtmusik und dann geht's jetzt hier rund. Wir sind immer noch in Topform bisher. Halte ich für ein Gerücht nach dem Spiel, aber gucken wir mal. Ja, 20 Punkte schlechter, aber auswärts ist natürlich schwierig, ne, das dann auch wieder zu bügeln. Borussia Dortmund empfängt Stuttgart, Gladbach, den HSV und VfL Wolfsburg empfängt Bayern München. Bayern München gestern die Dings eröffnet, die Bundesliga eröffnet mit einem 2:2 gegen Hertha BSC. Und ich habe nichts gesehen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß von nichts. So. Wir gucken mal, ob wir vielleicht jetzt für ein Spielchen auch mal den Schumann nochmal auf die Bank setzen, dafür den Maimer ranlassen, damit der wieder mit seiner Moral ein bisschen nach oben kommt. Ansonsten gehen wir so ins Spiel. Davy Selke möchte natürlich Stammspieler sein, aber der kommt im Moment nicht an Barré vorbei. So ist das halt, ne? Wenn man nach Hansa Rostock wechselt. Da muss man sich halt mal hinten anstellen. So sieht's aus. Die zweite Mannschaft hat irgendwas. Der Tommy Gruppe, ja, der hat was. Der ist nämlich krank. Sven Samurai ist wieder da. Wunderbar. So machen wir's. So gehen wir ins Spiel der zweiten rein. Karriereoption. Ja, wir könnten mal fragen, ob wir hier vielleicht verlängern können. Die werden sich beraten und dann auf uns zukommen. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich könnte es auch sein, dass es so ein bisschen hier an den Spielen liegt, wie wir von denen empfangen werden. Und hoffentlich werden wir von Bremen auch gut empfangen. Wir werden denen auf jeden Fall den Platz umgraben. Und starten voll konzentriert in dieses Spiel. Ach, direkt ein Fehlpass. Aber nicht von uns. Weil Anstoß hatte Bremen, ganz eindeutig, habe ich gesehen. Bastian Dankert hat angepfiffen und wir sehen, oh, wie Floyd Fleckman einfach mal Sebastian Perez da stehen lässt. Aber dann die Bremer mit einem langen Einwurf von Mahi auf Stuaro. Der bringt den Ball irgendwie zu Rashica und dann geht der Ball, nein, dann in den Posten und rein. Ah, laufen wir schon wieder einem Rückstand hinterher. 1:0 für Bremen. Das ist scheiße, das ist Mist. Ach, Mensch.
Und schon wieder jetzt hier die Bremer. Maximilian Eggestein. Oh, der war aber schwach, der Ball. Der ging sonst wohin. Gar kein. Ja, da kam keine Gefahr auf jeden Fall. Hansa Rostock spielt vorwiegend mit hohen Flanken. Das könnten wir jetzt wieder runter machen. Wir sind ja nicht mehr gegen die Dortmunder unterwegs. Machen wir mal auf 50. Tom Arndt mit der gelben Karte. Die erste im Spiel. Die Fans freuen sich und klatschen. Wunderbar. Wunderbar ist aber nicht das Ergebnis. Oh, und wunderbar ist nicht, dass sich Maximilian Wöber eine Adduktorenzerrung offensichtlich eingehandelt hat und raus muss. Dafür kommt Diego Carlos bei den Werderanern. Gute Besserung von hier aus auf jeden Fall. So, wollen die coolen Trick zeigen? Klar, wir machen immer Tricks. Oh, eine peinliche Szene. Ja, da stolpern wir. Da muss sogar ein Arzt hin. Die Minuten werden für die Nachspielzeit gezählt. Okay. Also bisher, im Gegensatz zur ersten Hälfte gegen Dortmund, läuft hier gar nichts. Aber auch gar nichts zusammen. Wir haben keine Chance gehabt, glaube ich. Nö, keine. Und Bremen hatte zwei und hat einen reingemacht davon. Ne? Niklas Neumann, auch schwaches Spiel. Vielleicht werden wir, das hat ja eben ganz gut geklappt, jetzt mal zurückziehen. Die beiden Außen, das hat eben mit den Mittelfeldplätzen besser hingehauen als mit den Offensivkräften. Wir müssen was tun. Ne? Halbzeitansprache, das war nicht der Matchplan. Das machen wir auch nochmal hier so, zapp, zapp, und gehen nochmal kurz in die Taktik. Anweisungen. Jetzt können ja auch mal unsere Jungs hier ein bisschen wieder mit nach vorne gehen, weil wir spielen in Anführungszeichen ja auch nur gegen Bremen. Ne? Da kann man das auch durchaus erwarten, dass man da als Außenverteidiger mit nach vorne geht. Und dann hoffen wir, dass die zweite Hälfte besser läuft. Ne? Muss. Können jetzt nicht wieder hier mit zwei Niederlagen aus der Folge rausgehen. Das wäre auch zum Kotzen. Spielmacher Blackman ist kein Spielmacher. Machen wir Kübler. So. Ansonsten könnten wir nachher gerade noch schnell den Selke reinwerfen als Joker. In der Hoffnung, dass der irgendwie einen reinstochert. Also, draufgehen, beißen, zeigen, dass wir hier gewinnen wollen. Denn die Tabelle sieht so schon wieder nicht mehr ganz so gut aus. Da wären wir 14. Platz, hätten nur 2 Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung. Oh, Milo Drašica, der macht ein gutes Spiel, geht an Deisler diesmal vorbei. Anschließend will er schießen und Köhn ist da mit der Parade. Glanztat. Abwehr des Hansa Rostocks köpft eine Flanke irgendwie zu Kruse hin. Ja, und dann ist Mahi da. Der nimmt den ersten Versuch von Kruse einfach an und schiebt ihn ins Tor. Das ist jetzt traurig und bitter. Eieiei. Mahi schon wieder. Will an Harley vorbeigehen. Setzt danach, holt sich den Ball, spielt in die Mitte und da steht Max Kruse. Lukas Mahi klärt zur Ecke. Ecke für Werder Bremen. Und wir müssen was ändern. Festhalten bitte. Ich keinen Bock, dass der hier da durchläuft. Gelbe Karte für Deisler. So ist das Leben. Wir werden was ändern. Blackman, schwaches Spiel. Ganz schwaches Spiel. Wir werden mit dem 4-4-2 weiterspielen, in der Hoffnung, dass das jetzt hier besser läuft. Eieiei. Taktikmäßig rücken wir auch mal wieder was nach vorne. Und sehen hoffentlich jetzt irgendwie mal Besserung. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen, ey. Ach, ist das ein Graus hier heute. Die Mannschaft spielt, wie ich mich fühle. Voll verkatert und beschissen. Eieiei. Gut. Was können wir noch ändern? Was können wir noch ändern? Falls das hier wieder doch weiterhin so sein sollte, dass es überkreuzt ist, werden wir das jetzt mal hier so machen. Flanken früh bringen jetzt und an den kurzen Pfosten. Das ist auf jeden Fall verändert. Bringen wir mal hier so hin. Dass die Balldinger da irgendwie mal in die Mitte reinkommen. So, hier werden wir weiter hochstehen und mehr pressen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Das heißt, wir pressen einfach überall. Ah, kann natürlich sein, dass wir uns dann noch einen reinfangen, 3-0, aber wir müssen jetzt irgendwie hier sehen, dass wir noch was hinkriegen.
10 Minuten. Weiter Einwurf von Rashica. Köhn kommt heraus, hat den Ball. Und dann kriegt er es aber nicht hin, den mal nach vorne zu werfen, sodass jemand den mitnehmen könnte. Stattdessen hier Deisler mit einem plumpen Versuch, Max Kruse umzuhauen. Das schafft er auch. Und wir haben Glück, dass Dankert nicht auf den Punkt zeigt. Ganz schlechtes Zweikampfverhalten. Oh Mann, die Rostocker sind hier geschlagen. 4 Minuten haben wir noch, dann läuft nichts mehr zusammen hier. Und hier ist auch pünktlich Schluss. In beiden Spielen pünktlich Schluss. In beiden Spielen eine Klatsche eingefangen. Gut, dass wir davor 2 Siege geholt hätten. Sonst wäre das hier schon übel. Mann, Mann, Mann. Das war nix. Das war nix. Verbesserungsvorschläge bitte an info@garyblumark.de. So ungefähr. Hoffenheim gewinnt gegen Augsburg. Oh, Hertha 5:0 gegen Mainz. Gladbach 4:2 gegen Hamburg. Wolfsburg unentschieden gegen München. Beachtlich. Frankfurt verliert gegen Schalke. Dortmund gewinnt gegen Stuttgart. Leipzig verliert gegen Leverkusen. Und der Club arbeitet sich da unten raus, indem er auswärts beim 1860 München gewinnt. Eieiei. Folgendes Tabellenbild. Bayern, Hoffenheim, Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Stuttgart. Unten hat sich nicht so viel geändert. Bremen macht einen guten Sprung und wir sind jetzt Platz 14 mit 13 Punkten. Ist aber okay. Allerdings hätte man gegen Bremen unbedingt mal gewinnen können. Zitat des Tages. Das mit dem Unschlagbar ist doch Blödsinn. Der FC Bayern München ist selbstverständlich noch zu schlagen. Aha. Das ist aber auch eine schlechte Anlage. Wir haben auch was gesagt hier. Gary Blumack. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, aber es ist denkbar ungünstig losgegangen, als wir so früh in Rückstand geraten sind. Wir haben es nicht verstanden, so Fußball zu spielen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir haben im Mittelfeld zu viele Bälle verloren und vorne wurden wir zugestellt. Wir hatten nicht die Qualität, uns zu befreien. Ja, da seht ihr zum Beispiel, ne, wir haben hier frühes Tor gekriegt und diese Stimme, die man da raussuchen kann, die hat genau das aufgegriffen. Das könnt ihr auch machen, meine Lieben, wenn ihr das hinkriegt. Dem habe ich doch ein Spielerbild gegeben, dem Laurenz Kraus. Das weiß ich. Auf jeden Fall. Habe ich letztens gemacht. Muss ich nochmal gucken, was ist, ob ich da vielleicht falsche Datum genommen habe. Die anderen könnten wir auch noch gerade mitnehmen, oder? Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Immerhin haben wir 2 Spiele gehabt. Und ja, das reicht ja meistens erstmal. Zap, zap. Ansonsten bin ich gespannt, wie es heute in der Bundesliga läuft für Dortmund. Und ja. Morgen kommt noch die Family, auch zum Feiern. Da wird es ein bisschen ruhiger. Und die nächste Folge, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, irgend sowas, werde ich versuchen. Aber ich bin nicht sicher, ob es hinhaut im Moment. Kevin Volland hat ein Tor gemacht, ist jetzt 15 Tore schwer und immer noch Erster in der Torjägerliste. Die Dortmunder haben Sergio Gomez übrigens ausgeliehen für ein Jahr. Ja, müssen wir mal gucken. Einige Spielerwechsel da ja noch passiert bei den Dortmundern. Und da geht bestimmt auch noch was. Ich bin gespannt. Niklas Istorf kann erstmal alle trainieren hier weiter. Angel Gomez verlängert seinen Vertrag bei Newcastle United. Empfehlung Spieler zweite Mannschaft. Florian Schwarz. 75 hat er mittlerweile. Was ist denn da eigentlich passiert? Der ist ja besser als unsere Leute hier bald. Der Florian. Klasse. Das heißt, wir könnten den demnächst irgendwann auch mal hoch bringen hier. Das ist ja sehr, sehr stark, was der hier tut gerade. Gut, er hat eine 16er Form, deshalb ist er so stark. Aber das sieht doch trotzdem ganz ordentlich aus, meine Lieben. Klasse Sache. Die Reserve hat gegen Lok Leipzig gewonnen und zwar 1:3. Das ist doch auch wunderschön. Und Daniel Knobloch macht 2 Buden. Also, Herr Gesangsverein, du bist am Singen. 2 Spiele, 3 Tore. Das ist doch klasse. Wunderbar. Haben wir genau richtig gemacht. Und Andreas Latsch da gut ersetzt. Ganz gut ersetzt haben wir es da. So, ja, dann sagt der Gary jetzt demnächst auf Wiedersehen. Und wünscht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir gucken mal hier noch, was wir hier noch so rausschlagen können. Für den Manager hätte ich gern noch ein Ding. Da kommen sie uns aber auch nicht entgegen, ne? Haben sie gar keine Lust drauf. Ne, Angebot, die machen hier keins. Option für den Manager. Kann ich noch 10 Mal hier draufklicken. Da werden sie nur noch sauer. Ja, okay, dann unterschreiben wir. Wir sind ja froh, dass wir hier bleiben dürfen, ne? Und ansonsten haben wir halt zumindest noch ein bisschen mehr Geld. Gut, das nächste Spiel gegen Hertha BSC, da müssen wir gewinnen. Heimspiel und dann auch noch
gegen Hertha, die jetzt auch nicht so viel stärker sind als wir. Hoffentlich können wir das nutzen, um in der nächsten Folge mindestens einen Sieg zu bekommen. Wir starten nächste Folge auch mal mit Barré, mit Selke. Und dann kommt hier Hansa Selke rein. Gucken wir nochmal in die Taktik, ob das so passt. Spielmacher können wir da Kübler machen. Taktik. Die Abwehrreihe, wir spielen ja zu Hause, da müssen wir schon hier so ein bisschen was anders machen. So. 50% Pressing. Natürlich hier der Einsatz. Anweisungen. Da können unsere Jungs eigentlich ja auch nochmal hier ein bisschen mit nach vorne. Das müssen wir ja schaffen hier. Das müssen wir ja schaffen. Also, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Da sieht es doch nochmal so aus, als könnten wir da tatsächlich gewinnen. Sturmtank Selke. So. Habe ich das nicht tausendmal schon gespeichert oder muss man das dann hier neu laden und nicht in der Aufstellung? Ich weiß es nicht so ganz. Der FM ist da einfach auch manchmal ein bisschen komisch. Ja, liebe Leute, wir gucken noch ganz, ganz kurz in den nächsten Spieltag rein. Das wollte ich eigentlich irgendwie machen. Wer ist denn hier? So geht das nicht, aber wir sehen es ja hier irgendwo. Nächste Spiele. Da, Gladbach. Hier haben wir es hingepackt. Gladbach ist dann dran. 918er Stärke ist schon ziemlich gut. Dann kommt Hoffenheim, das wird auch schwierig. Und dann am 17. Spieltag haben wir die Hamburger. Und dann ist ja schon wieder Schluss fürs Erste. Das ist ja hier mega schnell gegangen, gefühlt auf jeden Fall. Wir sind schon im Dezember, ja, wisst ihr was, da müssen wir hier... Das ist aber auch übel hier am... Wow. Ach, DFB-Pokal. DFB-Pokal am ersten Weihnachten. Tja, da freut man sich, ne? Da können wir vorher noch die Weihnachtsfeier machen. Am Heiligabend. Das ist doch super. Können wir nicht? Warum können wir es nicht? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Hier geht das. Dann machen wir am 23. die Weihnachtsfeier. Dann gehen wir verkatert in den DFB-Pokal. Aber ich will die nicht, nicht vergessen hier. So, und ich würde sagen, wir gehen dann auch nochmal ein bisschen eine Runde ins Trainingslager. Ah, jetzt wird es doch wieder ein bisschen länger, weil der Gary hier so viel schwätzt und macht und tut. Und da gehen wir irgendwo hin, wo schön ist, aber nicht zu heiß. Bei 38 Grad, da fällt es ja um. Teamwork haben wir hier nirgendwo. Da haben wir 39 Grad, ja verrückt. 32 Grad ist schon besser. Hier unten in Italien haben wir 21. In Spanien auch 21. Kriegen wir nichts Besseres hin, oder? 29, auch ein bisschen warm. 25 hätte ich einfach gern. 25, schön, schön gechillt. Ja gut, dann geht's mal nach La Manga. Viel Spaß am Meer, meine lieben Jungs. Kriegen wir vielleicht noch Freundschaftsspiele hin oder so. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas schaffen. Sieht nicht so aus. Dann halt nicht. Vielleicht später. Der Gary sagt jetzt Tschüss und spielt ihn noch ein bisschen rum, ohne dass er das zeigt. Und ja, schönes Wochenende. Der Gary ist weg. Auf Wiedersehen.